Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Bausimulator. Ja, wir sind hier derweil am Walzen, weil das Ding gehört natürlich gewalzt, gar keine Frage. Müssen Kranplätze ja auch verdichtet sein, also warum auch nicht gleich schon die ganzen Wohnungen, beziehungsweise im Hotel. Ja. Mit dem Hammwalzenzug wird hier alles einmal fleißig abgewalzt und hoffen wir mal, dass das Gebäude irgendwann mal vernünftig steht. Und ja, dann mal gucken. Die Kies, die wir letzte Folge fleißig eingebaut haben. Also, gut, dass der Grader sich am Ende doch noch belohnt hat, so ein bisschen. Er hat natürlich irgendwo besser gefront, aber man kann ja nicht alles. Und ihr wollt mir nicht erzählen, dass ich mich jetzt hier festgefahren habe. Läuft doch direkt besser. Aber das sind hier nur immer 50%. Wir erzählen noch mehrfach gewalzte Stellen. Dann könnt ihr sogar glatt hinkommen. Aber der Baustil nimmt es halt nicht so ganz genau. Realismus-Spieler ist es natürlich wahrscheinlich etwas schade. Für den, der einfach eben so ein bisschen auf die Schnelle ein bisschen was machen will, einfach was zeigen. Für den ist das eigentlich optimal. Oben sind wir rüber. Das läuft doch eigentlich ganz gut, muss ich schon sagen. Also bei 88 haben wir gleich hinter uns schon. 90. 100. So, warte. Das heißt, jetzt sind wir mal zurück, aber es ist hier irgendwo an dem Straßenrand. Und da haben wir die fast 500.000 Kühe bekommen. Müssen wir auch die Baustelle ein bisschen aufräumen. Natürlich, Rodos Bagger muss natürlich auch die Baustelle vorübergehend verlassen. Aber sollte kein Problem sein. So, jetzt brauchen wir erstmal ein paar Baumaterialien. Warte, wir sind zurück. Und zwar, ja, das ist eigentlich mehr als das, was aber jetzt links oben drinne steht. Also so ein Gedanken, den ich jetzt zumindest hätte. Damit geht es jetzt erstmal Richtung... Warte, eigentlich brauche ich ja mindestens eine Fertigwand. Irgendwo hier später. Mordbetonwände.
Fertigwand, Element, Beton. Schick den erstmal zur Fertigwandfabrik. Danach klappern wir nächsten Baustoffhändler ab. Gucken, was wir kriegen. Und auch mitnehmen können. Und da müssen wir mal weiter gucken. Hier ist die Ladezone. So, mal gucken, ob hier noch gearbeitet wird. Und den betreten wir mal. Bauabschnitt EGI. Das ist die große Frage. Ja, gute Frage. Einmal kaufen. So, ich hoffe mal, dass da die richtigen auch mit bei sind. Wahrscheinlich stand das irgendwo sogar bei. Aber gut, mal gucken. Holen wir uns erstmal das ganze Baumaterial hierher. Also jetzt, ich nenne es mal vorsichtig, eigentlich nur noch alles zusammenbauen müssen. Das wäre prinzipiell machbar. Also einen Kran brauchen wir an sich sowieso. Das heißt, wir kaufen uns einen Kran. Ich denke mal, der LH1, also Schnelleinsatzkran, der sollte eigentlich ausreichen, hoffe ich mal. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem. So, Kranplatz. Da steht schon mal das Ding. Dann können wir das Ding auch bald mal testen. Oder gleich. Dann eine Sache, die ich von der Firma aus bräuchte, vom Warenlager, ist das Ding hier. Warenausgabe, Baustelle. 375 wollen die für das Ding. Da könnte ich erstmal vergessen. So geht runter. So geht vor. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Muss man sich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. So. So, nicht ganz die feine Art, aber hier ist sowieso noch nichts frei.
Was ist das? Zweier. Mal so dumme Anfrage. Firma, Fuhrpark. Essen auslagern. Weil ich glaube, ich kann mit dem Großen dann machen. Geht. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen Aufwand. Aber da müssen wir so ein bisschen durch. Und ich glaube, mit dem Ding können wir auch ein bisschen mehr laden. Hoffe ich mal zumindest. Ansonsten haben wir ein Problem. Aber es würde mich wundern, wenn das nicht klappt. Und wir können noch vielleicht auch ein paar Fertigwände mehr drauf schmeißen. Weiter so wohl eigentlich keine Schnellreise. Da kann man mal eben schnell rüberfahren. Man muss wieder in die richtige Richtung abbiegen. Ja, das habe ich auch mal ausgeschaltet. Wir gingen ja irgendwie auf den Sack. Weil... irgendwie... auch wenn eigentlich eine realistische Spielweise irgendwo immer besser, glaube ich, bei vielen ankommt. Es entschleunigt aber auch gewaltig. So, ich bin wieder da. Ich habe mal ein bisschen schwereres Geschütz mitgebracht. Ich hoffe. Ah, ich schon weiter. Dafür. Paket laden. Paket laden. Und für den müssten wir nochmal extra kommen, aber gar kein Problem. Dann hängen wir den anderen hinten dran. Und dann gucken wir mal weiter. Fahren mit dem Ding zum Platz, holen den Betonkübel. Mal gucken wir mal weiter. Müssen dazu ein bisschen merken. Vorne sind die Zweierwände, hinten sind die, vorne ist die Einser wartend, hinten die Zweier, also werde ich machen, das E oder wie es sich schimpft. Oh. Ich glaube, die Fertigwand könnte ein bisschen beschädigt sein. Ist aber auch nur eine Vermutung. Schnell reagieren, Betonkübel holen und mal gucken. Ich kann mir vorstellen, dass ich offscreen wahrscheinlich dann nachher das ganze Equip zusammensuche. Und hier ist ein Hammer. Wann ist der denn hier? Aber ich würde auch sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen.
Wenn ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Dann habe ich hoffentlich so das meiste an Baumaterial schon zusammengesammelt. Und damit sage ich auch Tschüss und bis zum nächsten Mal.